von den Asylanträgen, die 2016, das waren knapp 730.000, also 726.000 übrigens, glaube ich, von denen bereits abgearbeitet sind, ist unter 1% genehmigt worden. Also so wird es so die Sandwich landen. Asyl gehört in Deutschland der politischen Folge, Punkt. Mehr gibt es nicht. Da gibt es nichts zu sagen, steht im Gesetz drin, wer politisch verfolgt ist, gehört Asyl, ist jeder herzlich willkommen. Da nehmen wir im Jahr vor 5.000 bis 10.000 Leute. Die haben wir nicht. Die haben herzlich willkommen, die können Ausbildung bei uns kriegen, die können alles bei uns kriegen. 30% von den 2 Millionen, die wir gekommen haben, von 15 bis 17, haben schutzbedürftig. Also das sind da die sogenannten Flüchtlinge. Mit denen habe ich auch kein Problem. Mit denen habe ich sicher keiner in ganz Deutschland ein Problem. Vereinzelte Vollidioten vielleicht, aber ansonsten hat keiner mit denen ein Problem. Aber die muss ich nicht integrieren. Die haben nämlich ein temporäres Aufenthaltsrecht. Das heißt, sobald in ihren Heimatländern wieder Friede ist oder der Grund der Verfolgung aufgehört hat, müssen sie wieder heim. Punkt. Ist ein Gesetz. Braucht man nicht debattieren. Man braucht keine neuen Gesetze, man muss sich an Gesetze halten, bitte. Darf ich mal zwischen, ja? Weil mit den Bosnien ja damals, in Bayern haben die nach dem Krieg fahren müssen, in anderen Bundesländern nicht. Ist das jetzt auch noch so oder ist das eine Bundessache oder nicht? Nein, Abschiebung ist Ländersache. Ja, eben, dann kann man es ja nicht verallgemeinern, die müssen fahren. Laut Gesetz eigentlich schon. Und das ja, aber Bayern haben es ausgewiesen, die Bosnien. Nach 7 Jahren haben die heim müssen, obwohl wir eine Familie noch da lassen wollten eigentlich, weil die haben sich wirklich integriert, haben bayerisch geredet. Und gearbeitet und Auto gekauft und alles. Aber die haben damals müssen. Die haben damals müssen. Ist auch richtig, ob sie da oder? Ja, klar, ich kann nicht die ganze Welt reden. Aber wenn Bayern das allein tut und die anderen nicht, dann ist es auch wieder schmarrn. Grundsätzlich gibt es recht, eigentlich soll es Bundessache sein, aber es ist Ländersache, wobei Bayern schon lange nicht mehr die beste die höchste Abschiebequote hat. Es gibt andere Bundesländer, die schieben besser ab oder mehr ab. Nordrhein-Westfalen zum Beispiel schiebt fast gar nicht ab, weil die haben beschlossen, alle dürfen bleiben. Auch wenn das Gericht sagt, sie haben kein Bleiberecht, die dürfen da bleiben. Das ist der Politik völlig wurscht, was Gerichte entscheiden. Soweit haben wir schon, Gerichte können entscheiden, was sie über die einzelnen Personen. Politik sagt, alle dürfen bleiben. Für was brauchen wir überhaupt ein Gericht? Für was haben wir eine Judikative? Kann ich mir alles sparen, dann kann ich mir die ganzen Verhandlungen sparen. Weil dann muss ich einfach alle da. Und so kann es nicht eine sein. Weil wenn ich halt wieder mal die 100 Milliarden entdecke, und wir reden auf Altersarmut, da hätte jeder Rentner auf die 2 Euro im Monat 600 Euro mehr gehabt. Jeder deutsche Rentner hätte 600 Euro mehr Rente gehabt von den 100 Milliarden auf die 2 Euro. Das ist, wenn ich halt meine Vorfahren schauen, also meine Eltern schauen, das war bei meiner Mama mehr als eine Verdoppelung. Und dann kommt die gute Frau auch wieder leben. Weil wenn ich heute allein 600 Euro Rente kriege, sie hat Kinder großgezogen, sie hat 26 Jahre gearbeitet und hat Kinder großgezogen, die waren beide, jetzt gerade nicht mehr, gerade ist leider gestorben, die wo beide gearbeitet haben, einer noch arbeitet und anständig seine Steuern zahlt und in der Rentenkasse einzahlt, kriegt 600 Euro Rente. Da muss ich sagen, da haben wir irgendwann vielleicht gemacht. Also das ganze Rentensystem funktioniert so leider nicht mehr. Ich muss aber dazu gestehen, dass wir leider die ganzen Zahlen und Daten intern noch nicht gekriegt haben, dass man das Ganze aufarbeiten kann, wie es dann in Zukunft besser funktionieren kann. Aber auf der anderen Seite bin ich wieder bei den 100 Milliarden, das ist einfach eine Zahl, die im Raum steht. Hätte jeder Rentner, jeder Erwerbsminderungsrentner und jedes Kind das Kindergeld Anspruch hat, ein Geld gekriegt von den 100 Milliarden, hätte jeder 85 Euro mehr gekriegt. Also und ich sehe, wenn ich heute 500, 600, 700 Euro Rente kriege und kriege 85 Euro mehr im Monat, glaube ich, war das schönes Zucker. Genauso, wenn ich halt Kindergeld um 85 Euro mehr gekriegt habe, war das schönes Zucker. Und dann hätte ich es im eigenen Volk, dann hätte ich es trotzdem auch in der eigenen Wirtschaft,
weil die Leute dann ja die Wirtschaftsabkurve, weil wenn einer 600 oder 700 Euro Rente kriegt, und vielleicht noch 300 Euro Leistenrente kriegt, also wenn die Witwenrente kriegt, also wenn die irgendwo von 900 Euro leben muss, dann musst du 400 oder 500 Euro für die Wohnung zahlen und noch 100 Euro für sie, mit Steuer fürs Auto oder was weiß ich, dann lebt sie gerade noch für 300 Euro. Jetzt, wenn die knapp 100 Euro mehr gewinnt hat, die Frau oder der Mann gönnt sich da was davon. Der sagt, jetzt kann ich vielleicht einmal Essen leisten. Oder kann man neuer Fernseher oder was weiß ich, kann man irgendwas leisten. Die tragen sie ja wieder in die Wirtschaft. Das Geld wird ja deswegen nicht gespart. Das Geld reißt ja deswegen genauso. Jetzt waren wir bei den 30% die temporären Aufenthaltszustände. Kein Problem. Wir haben davor gesagt, bei den Bosnien war es ähnlich, die haben sie wieder da bleiben dürfen. Nach dem Glück haben sie wieder kommen müssen. Mit Sicherheit ist um die eine oder andere Familie schon, die wo sie top integriert hätten und wie auch immer. Aber wo mache ich einen Strich? Es gibt ein Gesetz. Zeit ist abgelaufen, ausreise. Punkt. So schlimm wie es im Einzelfall mit Sicherheit ist, aber wo hört man auf? Dann haben wir noch bei 69,5% die zu Unrecht in Deutschland haben, die kein Aufenthaltsrecht haben und die kein Asyl bekommen haben. Aber das wird nicht so. Warum? Weil sie gar nicht wissen, wo die Leute haben. Was gestern oder heute ist irgendwo in der Welt gestanden? Jetzt suchen sie wieder 30.000. Da muss gar nicht wissen, wo die haben. Urlaub in Zürich. Bedauerliche Einzelfälle, ja. Und was das Schlimmste ist, laut Presse, also es gibt leider auch da keine offiziellen Zahlen, sind auf der Flucht von Afghanistan bzw. von Syrien bis nach Deutschland oder auch in Deutschland 45.000 Kinder abhanden kommen. Die finden es nicht mehr. Laut Presse. Also wenn das stimmt, dann ist das katastrophal, dann ist das ein Versagen von unserer ehemaligen Politik. Also ich kann nicht Leute einladen in mein eigenes Land. Und dann kann ich nicht mit denen eine Sicherheit sagen. Auf europäischen oder auf deutschen Boden. Kann ich nicht für die Sicherheit von den Leuten sagen. Das ist erbärmlich. Ich weiß nicht, wo 30, 40, 50.000 Leute haben. 2015, wenn die ganze Sache angegangen ist, ist ein Schwung um die 500, so genau weiß man nicht, weil genau Zeit haben sie nicht, auf Straubing in der ehemaligen Kaserne einquartiert worden. Über Nacht haben ca. 300 verschwunden. Da wollen wir nicht was sein. Bis heute nicht.